gemacht, indem sie die Striche heller gemacht haben, die übereinander gehören. Oder dass man weiß, wie weit man übereinander muss fahren. Passt. Passt. Passt, ja. Da in der Mitte kleben wir jetzt einmal nur. Ja, wir müssen das sowieso dann noch nach außen hin streifen. Du sollst jetzt das Gleiche machen. Gut, laut der Beschreibung, die mitgeliefert wurde, sollte man zuerst einmal die ganzen Brettchen ablegen. Schauen, wo sie passend sind. Passt. Da kommen wir so, da kommen wir so. Gut. Und jetzt, laut Beschreibung, sollte man Folgendes machen. Man beginnt irgendwo. 1, 1. Und beschreibt das dann. Nachdem wir jetzt das gemacht haben mit den Breiter, sollte man die verschiedenen Pfeilerhöhen zusammenbauen und das werden wir jetzt machen. Da gibt es nämlich verschiedene Höhen, angefangen und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 verschiedene Höhen. Das werden wir jetzt als nächstes machen und wenn wir das fertig haben, dann schauen wir weiter, was dann als nächstes gehört. Ja, jetzt haben wir alle Teile mal zusammengebaut von den Ständer. Drei Teile hatten gefehlt, aber wir haben ja diesen tollen Ersatzteile-Sack und ja, super, die Teile haben wir natürlich da herausnehmen können. Ein Hoch an die Firma noch, dass sie gleich da so mitdenken und gleich ein paar Teile eben noch dazugeben. So, wir haben jetzt da alle Teile, wie ihr sehen könnt, zusammengesteckt. Und wir fangen jetzt an mit diesen Steck Verbindungen, also die am Boden befestigt gehören, diese zu montieren. Eines, das habe ich schon hier gemacht. Dazu habe ich einen 1 mm dünnen Bohrer genommen. Es wird auch so angegeben, dass man das machen sollte. Und jetzt kommen natürlich nach der Reihe eben überall, wo eben diese hingehören, bohrt man mal ein Loch vor. Ich zeige das einmal mit einem. Schaut, dass man das genau in der. Da kommt dann eben das genau gerade hinauf. Dann hat man so, kriegt man so kleine Schraufen mit. Und ein Tipp jetzt von mir, ich bin drauf gekommen, am besten, na, geh raus, am besten schrauben geht das mit einem Kreuzschraubenzieher und zwar mit 00er Kreuzschraubenzieher.
ein bisschen herumprobieren müssen, welcher jetzt wirklich der ideale Kreuzschraubenzieher ist für diese kleine Schraube da. Und habe eben festgestellt, dass es der 00er ist. Und den müssen wir jetzt da in das vorgebohrte 1 mm Loch hineinbekommen. Ist nicht so einfach, weil das alles ein bisschen klein ist, aber es geht. Also der 00er greift bei der Schraube am besten. Ich habe es zuerst mit 000 probiert und hinaufgehend ausprobiert, aber es war eher schlecht und beim 00 funktioniert es jetzt da, dass die Schraube haltet recht gut, muss ich sagen. Das machen wir jetzt eben durch an überall, wo eben so ein Sockel eben hingehört, wo dann eben die jeweiligen, die ich beschriftet habe, eben nach den Buchstaben, wie sie vorgegeben sind, laut Anleitung raufgesteckt können. Zum Beispiel gehört da jetzt da einmal ein M. Das ist dieser, der gehört hierher. Den stecken wir da jetzt einmal rauf. Dann sieht ihr das auch gleich. Dann steckt der schon da. Und ja, das ist eben diese oberflächlichen, wie ihr sehen könnt, die sind beweglich. Damit dann wahrscheinlich eben, ich nehme jetzt einfach irgendein Dings, eben das auch noch variieren kann. Das zeige ich dann aber in einem anderen Video, wie oder halt später im Video, wo wie das funktioniert. Pfeiler sind alle einmal montiert, wie man sehen kann. Ich habe sie ziemlich fest montiert, dass sie auch halten. Was es auch schon gibt, sind die Löcher für die Weichen. Kamerabelung. Ja, so schaut es dabei aus. Jetzt kommt es, dass dann die Dinge gemacht werden, wobei wir mit hier anfangen werden. Ja, so hat sie die Formen angenommen. Jetzt haben wir mal alles montiert, geklebt. Mit einem Montagekleber habe ich das jetzt gemacht. Der Ratschlag von noch ist, dass man das mit einem Heißkleber macht. Und ja, würde ich sagen, ist sicher besser. Habe jetzt keinen gehabt, sondern einen Montagekleber und habe das mit dem auch zusammengebracht. Man muss halt, wie ihr seht, dann teilweise mit Büchern beschweren, damit das auch unten bleibt und haltet. Jetzt lassen wir das Ganze trocknen. Habe es auch da hier nicht richtig fixiert, sondern nur ein wenig, weil da möchte ich ja ein Viadukt bauen. Das schauen wir als nächstes. Das nächste, was wir jetzt machen werden, ist, dass wir das ganze Papier entfernen. Und dazu machen wir einfach Schnitte. Mal Schnitte, da wo das ist. Und reißen sozusagen das Papier herunter.